Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Geheimakte Tunguska. Und ich, ja, bin immer noch verzweifelt. Vor allem, weil wir das Ei rein und rausnehmen Mittlerweile können. ist mir warm genug. Die bösen Buben können gerne weiterfrieren. Oh, die ist warm genug. Oh, okay. Okay. Ja, darf ich ja nicht, gell? Maschine geht jetzt nicht mehr, ist Schicht im Schacht. Mittlerweile ist Okay, also nicht. Gut, wir schauen noch mal raus und habe ich hier irgendwas vergessen? Wir kombinieren uns einmal durch. Hoch. Ja, wir brauchen ja nicht mehr, oder? passiert nichts. Ich sollte es. Ich Ich willst du brauche ja nicht erstmal. mehr, gell? Nee. Okay. Einmal hier rüber. Nö. Nö. Eine stationäre Harpune. Die Dinger haben eine enorme Durchschlagskraft und eine relativ große Reichweite. Aber da wirst du ja, also wissen wir ja nicht, was Worauf wir soll tun ich denn sollen. schießen? Genau. Also denke ich, bin ich da erstmal fertig. Und eigentlich kann ich mir auch nicht vorstellen, was ich noch mit diesem Pinguin machen soll. Kann ich auch gar nichts mehr machen. Also, so wie es aussieht, bin ich draußen vorerst fertig. Ich weiß halt gerade echt nicht, was Ninas Ziel ist, so wirklich. Hier habe ich. Also hier wüsste ich nicht mehr, was ich kombinieren soll. Dann gehen wir hier hin. So, was haben wir denn da? Hier haben wir voll viel Stuff und Zeug. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich hier machen. Oh, nein. Was ich hier machen soll mit dem ganzen Zeug. Nein. Nein. Ja, was will ich damit? Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Gut, auch nicht. Nope. Nein. Nein. Also, hier kann ich auch nichts machen. Nein. Okay. Und irgendwie, ich weiß ja auch noch überhaupt nicht, welche Kombination. Da habe ich jetzt schon eine Idee. Sagt sie irgendwas? Weil ich ja das Gewurstel von der einen gefunden habe. Ich habe nicht mal einen Anhaltspunkt. Nein, nicht mal einen Anhaltspunkt. Okay. Okay. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Nope, 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 nope. Hä?
Und hier kann ich jetzt ja nur noch die Kamera dran angucken. Ach, kann ich jetzt vielleicht mich da drauf stellen? Weil ja Eis und so. Hoffentlich trägt mich das Eis. Ja, wird schon tun. Komm schon, Nina, so fett bist du nicht. Die Kamera ist festgeschraubt, aber ich habe zumindest das Band rausnehmen können. Ah, und das können wir uns jetzt anschauen, oder? Ich hoffe doch. Zack. Sehr gut. Oh, da ist wohl noch ein Rest von einer anderen Aufzeichnung drauf. Sieht aus wie der Raum direkt nebenan. Diese Nicole Charleroi diskutiert mit einem extrem elegant gekleideten Typen. Leider steht er mit dem Rücken zur Kamera. Aber ich könnte schwören, dass es... Was passiert da unten? Ich habe gehört, es ist soweit. Ja, bis auf ein paar Kleinigkeiten ist alles vorbereitet. Mit dem Artefakt ist es uns tatsächlich innerhalb kürzester Zeit gelungen, die Strahlenfelder auf das gewünschte Niveau zu bringen. Also habe ich recht gehabt. Mit dem Artefakt? Mit Ihnen, Professor Charroy. Ihr Team hat wirklich gute Arbeit geleistet. Und Sergei, Oleg, ebenfalls großes Lob. Vielen Dank. Es war uns eine Ehre. Jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung. Wir haben noch viel vor uns. Die Menschheit wartet darauf, dass wir hier ein paar Entscheidungen abnehmen. Massimo Gattuso? Wenn der seine Finger im Spiel hat, muss es um eine ganz große Sache gehen. Und wenn er sich dafür extra ans Ende der Welt begibt, dann möchte ich mir lieber gar nicht ausmalen, wie groß die Sache ist. Eigentlich habe ich nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sorge für den ganz großen Knall, oder ich sterbe heimlich, still und leise vor mich hin. Nach Sterben ist mir gerade ganz und gar nicht. Also sollte ich mir irgendwas einfallen lassen, was ordentlich Kabumm macht. Nur allein werde ich wohl nicht viel ausrichten können. Ich brauche Hilfe. Und zwar schnell. Alles klar. Wir lesen erstmal. Ah. Okay. Der Löwe erscheint. Irgendwo in der Kälte, die Vermutung wird zur Gewissheit. Massimo Gattuso, seines Zeichens Großindustrieller und Milliardär, ist tatsächlich der Mann hinter den Kulissen. Damit ist klar, dass es um etwas ganz Großes geht. Aber um was? Und die Kombination ist 2513. 2513. Okay. Los geht's, bevor ich es wieder vergesse. 2, 5, 1, 3. So, das wäre geschafft. Bin mal gespannt, was mich in dem Raum da drüben erwartet. Ich auch. Geh gleich rein, Nina. Hopp, hopp. Schick. Schick, schick. Die Geräte sehen allesamt völlig veraltet aus. Anscheinend wurde nur in die Sachen investiert, die unbedingt notwendig waren. Mess- und Analysegeräte. Was genau man damit macht? Keinen blassen Schimmer. Oh, was ist das? Voll mit Feuerwerkskörpern. Ui, nimm mit. Ich nehme mal ein paar mit. Und die Streichhölzer hier am besten auch. Sehr gut. Da ist irgendwas ganz in der Nähe der Forschungsstation. Wahrscheinlich ein Flugzeug. Vielleicht können die mich ja hier rausholen. Ich müsste mich nur irgendwie bemerkbar machen. Okay, können wir vielleicht zur Harpune gehen, da die Feuerwerkskörper dranhängen und dann so voll machen. Und dann sieht man uns. Vielleicht. Die
Die Streichhölzer brennen gut, die Lunte hingegen überhaupt nicht. Ist wohl mal nass geworden. Wo? Bodenfeuerwerk. Ich nehme mal an, dass die damit den Landeplatz für Hubschrauber und Flugzeuge markieren. Lunte überhaupt nicht. Ist wohl was? Was? Die Streichhölzer brennen gut. Die Lunte hingegen überhaupt nicht. Okay, Lunte ist nass geworden. Nicht gut. No. Die Streichhölzer brennen. Ja, wie kriege ich denn die jetzt wieder fit? Ach so. Wenn ich die Zündschnüre mit dem Waltran übergieße, funktionieren sie hoffentlich wieder. Ja, dann probier's doch gleich mal. Max, ja, es ist Max. Wuhu. Endlich wieder vereint. Oh, oh. Oh, oh. Max, also hatte Oleg doch recht. Es ist nicht so, wie du denkst. Der Standardsatz eines Mannes. Das sind nicht unsere Feinde. Die wollen uns helfen. Leute, die mir angeblich helfen wollen, habe ich in letzter Zeit genug getroffen. Ja, ich weiß. Das mit Oleg tut mir sehr leid. Woher weißt du? Später. Diese Männer haben mich hierher gebracht, um... Also steckst du doch mit denen unter einer Decke. Das sind doch die gleichen Sektentypen, die der Hausmeister und das kleine Mädchen beim Museum beobachtet haben, als mein Vater entführt wurde, oder? Ja, und die Sekte hat dein Vater auch tatsächlich entführt. Aber zu seinem eigenen Schutz. Mach dir keine Sorgen, es geht ihm gut. Zu seinem Schutz? Vor Leuten wie dir? Du hast mich doch die ganze Zeit verarscht und mit diesen Typen zusammengearbeitet. Nein, nach meiner Rückkehr aus Irland hat die Sekte auch mich entführt. Erst dann haben sie mir die ganzen Zusammenhänge erklärt. Vorher habe ich die Typen nie gesehen. Das musst du mir glauben. Muss ich das? Dein Vater ist bei seinen Nachforschungen zur Tunguska-Katastrophe auf etwas gestoßen, das unbedingt geheim bleiben sollte. Die Sekte hat alles dran gesetzt, damit dieses Geheimnis nicht in falsche Hände gerät. Was soll das gewesen sein? Die Leute glauben, dass sie Nachkommen von Außerirdischen sind. Oh Gott. Und die Tunguska-Katastrophe wurde von einem Raumschiff ausgelöst, das bei dem Versuch abstürzte, die letzten Überlebenden ihrer Art von der Erde zu retten. So ein Schwachsinn. Psst. Glaubst du das etwa? Ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll. Erinnerst du dich an deine Begegnung mit der Sekte? In Tunguska? Ja, war schon seltsam. Tatsache ist, bei der Tunguska-Katastrophe 1908 stürzte ein undefinierbares Flugobjekt ab. Es wurden aber keine Überreste gefunden. Dann tauchen Jahre später sonderbare Bruchstücke auf. Dein Vater untersucht diese und findet heraus, dass sie zum einen nicht von der Erde stammen, zum anderen aber bearbeitet wurden. Die Kalenko-Expertise? Genau. Dann gelangt das Material an das Militär und deinem Vater werden alle weiteren Nachforschungen untersagt. Als er sich daraufhin mit Manuel Perez trotzdem noch einmal in die Tunguska-Region aufmacht, wird Perez zufällig Opfer eines Experiments, das das Militär dort mit dem außerirdischen Fundstück durchführt. Dein Vater erkennt die Gefahren, die von dem Material ausgehen. Trotzdem, oder vielleicht genau deswegen, forscht er weiter, bis er auf die Spuren der Zupa stößt, deren verlassene Höhlen er in China findet. Hier entdeckt er Artefakte, die aus dem gleichen außerirdischen Material bestehen, wie das Bruchstück aus der Tunguska-Region. Eine seltsame Verbindung, findest du nicht? Und eins der Artefakte ist jetzt hier, überbracht von Nina Kalenko. Die Anlage gehört Massimo Gattuso. Hast du den Namen schon mal gehört? Milliardär, dreimal geschieden, sieht umwerfend aus. Du kannst ihn gleich nach einem Autogramm fragen. Was? Er ist hier. Ich habe ihn unten in der Station gesehen. Hoffentlich kommen wir da nicht zu spät. Er hat sich über Mittelsmänner in sämtliche Telekommunikationskonzerne eingekauft und wird in Kürze das komplette Mobilfunknetz kontrollieren. Na und? Hast du Angst, dass die Minutenpreise steigen? Bleib mal ernst, Nina. Hast du denn keine Vorstellung davon, was die hier vorhaben? Denk mal an den Unfall von Perez, die Nervenklinik in Kuba, die französische Wissenschaftlerin und die Tierversuche der Russen. Hilf mir auf die Sprünge. Die arbeiten hier an einer Technik zur Gedankenmanipulation. Also ich weiß nicht. Erst kommst du mir mit diesen Außerirdischen
Und nun das? Klingt etwas unvorstellbar, ich weiß. Aber die Erforschung dieser Technik ist alles andere als neu. Es ist meines Wissens nach noch keinem gelungen, aber mit diesem außerirdischen Material? Oder glaubst du, dass Massimo Gartuso so einen Zirkus veranstalten würde, wenn das Artefakt nur einen archäologischen Wert für ihn hätte? Die Sekte glaubt, dass er kurz davor ist, diese Technik einzusetzen. Und was uns dann blüht, kannst du dir ja ausmalen. Also traust du diesen Leuten? Zumindest deutlich mehr als diesem Gartuso. Und was habt ihr jetzt vor? Die Sekte kümmert sich um die Sprengung der Sendeanlage. Und wir müssen einen Weg finden, um das Experiment selbst zu stören. Kennst du dich da drinnen aus? Gibt es vielleicht eine Art Kontrollraum oder so etwas Ähnliches? Na, dann folgen Sie mir mal unauffällig. Jawohl, Kommandant. Ach ja, bevor ich es vergesse. Ich habe in den Höhlen in China dein Handy gefunden. Dachte, du könntest es bestimmt noch brauchen, falls du mich später mal anrufen willst. Deine Nummer weiß ich auswendig. Die beiden schon wieder total am Flirten. Der Fahrstuhl müsste wieder funktionieren. Aber vielleicht reicht es ja auch, wenn wir darauf warten, bis die Mitglieder dieser Sekte draußen die Antennenanlage gesprengt haben. Und wenn nicht? Noch haben wir den Überraschungseffekt auf unserer Seite. Du willst da also wirklich runter? Ja, und jetzt komm. Mist, was ist denn jetzt passiert? Der Fahrstuhl scheint noch zu funktionieren und einige Türen auch. Aber die anderen kriege ich nicht mehr auf. Nina? Hörst du mich? Na prima. Ich muss die Türen so schnell wie möglich wieder aufkriegen, sonst haben wir ein echtes Problem. Und davon haben wir schon mehr als genug. Hoffentlich wartet Nina auf mich und macht keine Dummheiten. Aber wie ich sie kenne, wird sich diese Hoffnung wahrscheinlich nicht erfüllen. Max scheint mich durch die Tür nicht zu hören. Und nun? Hoffentlich kriegt er die Tür wieder auf. Aber darauf warten kann ich eigentlich nicht. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Vielleicht funktioniert der Fahrstuhl ja noch. Dann kann ich mich da unten schon mal ein bisschen umsehen. Ja, und plötzlich funktioniert der Fahrstuhl. Das ist ja wunderbar. Und Max und Nina sind wieder vereint. Ist das nicht schön? Also jetzt gerade nicht mehr vereint, aber sie waren es kurz. Krasse Geschichte auf jeden Fall. Ja, und wer hätte am Anfang schon gedacht, dass Oleg der Böse ist? Ich lese jetzt erstmal vor. Der Nebel lichtet sich, irgendwo in der Kälte. Die Überraschungen nehmen kein Ende. Max taucht völlig unerwartet in Begleitung einiger Sektenmitglieder auf. Zudem stellt sich heraus, dass die Sekte Ninas Vater zu seinem eigenen Schutz entführt hat, damit er Massimo nicht in die Hände fällt. Dieser will nämlich sein monopolartiges, dankeschön, da kann jemand wirklich nicht lesen, Mobilfunknetz dazu nutzen, das Unterbewusstsein der Menschen zu manipulieren. Monopolartig, ja, das macht mehr Sinn. Wirklich, super klug mal wieder, super. Also seine Versuche sind bislang gescheitert. Nun steht er kurz vor dem endgültigen Durchbruch. Dank Nina, die ihm das Artefakt der Zopa in die Hände gespielt hat. Ja, Mensch Nina, du doofe Kuh, wieso hast du das getan? Was ist da los? Wir können tatsächlich noch überall hin. Und ich will kurz mal nur speichern. Nicht, dass nochmal irgendwas passiert. Und gespeichert ist gespeichert. Und ihr seht ja, wann ich das letzte Mal gespeichert habe. Ist ein bisschen her. Gut. Speichern. Ja, weiter geht's. Ui. Oh, ich dachte, irgendwas mega spektakuläres passiert jetzt. Aber nein. Eine der Überwachungskameras. Hoffentlich hat Max im Kontrollraum die Monitore immer im Blick. Ja, hoffentlich. Das Rohr ist kalt. Nein. Mit den Händen kann ich das weder auf- noch zudrehen. Okay. Kannst du es damit aufdrehen? Haha. Ein Gewinde aufgedreht. Das hast du toll gemacht. Mhm. Ein Heizkörper. Der Heizkörper fühlt sich kalt an. Gut festgestellt. Was für ein riesiger Eiszapfen. Gigantisch. Diese dramatische Musik.
Den kriege ich so nicht ab. Dafür ist er viel zu massiv. Okay. Die dramatische Musik, Ende. Oh, leck. Okay, bevor wir hier uns weiter umschauen, werde ich eine kleine Aufnahmepause machen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.